Hallo, meine Lieben, heute gibt es einen aufgebrauchten Leergemacht von mir. Es ist diesmal nicht ganz so viel geworden wie beim letzten Mal, aber es ist dann doch immerhin schon was zusammengekommen. Und zwar sind einmal noch zwei restliche Riegel von meiner Vernaschmichbox: einmal dieser Toffee Crisp und einmal der Hoop Noobs. Das ist so ausgesprochen. Riegel, der ist ja eher so, sage ich jetzt mal, Müsli. Und der geht so in die Richtung zwischen Tricks und ja, Tricks. Also man kann sich das so vorstellen, als wären Tricks nochmal so Kekskrümelchen drin, größere. So ungefähr schmeckt es. Sehr, sehr lecker auf jeden Fall. Dann habe ich auch neue Riegel probiert von Alnatura. Einmal der Haver-Heidelbeer-Riegel, der war sehr, sehr lecker. Hier ist natürlich nur Reissirup drin, Sonnenblumenöl und Heidelbeeren und Meersalz. Also er schmeckt auch nicht sehr süß. Es sind halt sehr viele Haferflocken da drin. Und dann habe ich den gleichen auch den Haferriegel Mandel Haselnuss probiert. Den fand ich einen Ticken besser, aber man muss halt dran denken, die sind halt ein bisschen trockener als die anderen Riegel, die ich sonst immer gegessen habe. Dann habe ich auch wieder, ja, für zwischendurch wieder meine Veggie-Wurst gemampft gehabt. Und ja, die Kinder kriegen natürlich auch ab und zu einen Riegel mit in die Schule. Diesmal war es halt Weißmilch mit Apfelbirne. Ja, die sind auch, finde ich, sehr, sehr praktisch für die Vesperbox, weil das sind schon so angestanzte 4 Stückchen. Die kann man so richtig leicht auseinanderbrechen und kann man dann perfekt ausgepackt mit in die Vesperbox geben. Zum Frühstück gab es Haferflakes Classic Knusper mit 72% Vollkorn. Hier, das Ganze ist natürlich ungesüßt, also man schmeckt kein Zucker. Also das muss man sich halt bewusst sein. Und ich finde, Frühstück soll ja gesund und nährstoffreich sein und nicht mit Zucker überlastet sein, sonst ja, sind die Kinder überdreht in der Schule. Dann gab es auch mal so für zwischendurch zum Snacken Plague Rolls, Zwiebelbrotchips, sehr, sehr lecker. Essen wir auch sehr gerne, auch wenn die bei uns ein bisschen schwieriger sind, die Sorte. Bei uns gibt es ganz viel diese Tomate und Knoblauch und Meersalz. Also das sind die drei Sorten, die man sozusagen hinterhergeschmissen bekommt und die am leckersten sind. Zwiebeln kriegt man selten. Und ja, Dinkelcracker Sesam gab es auch wieder von Alnatura. Mega lecker und für zwischendurch, vor allen Dingen halt auch mit Kräuterfrischkäse, sehr zu empfehlen. Dann hatten wir auch mal zum Kaffee so Schokoreiswaffeln. Das ist Bio Primo, ist eine Marke von Müller. Achso, ja, das kaufe ich natürlich auch im Müllermarkt. Da weiß ich, glaube aber, das gibt es halt auch in Kaufland oder in Real oder sowas. Ja, aber wie gesagt, bei uns gibt es das im Müller, genauso wie das. Ja, für zwischendurch. Und dann haben wir mal die Maiswaffeln von Rossmann probiert. Und die waren eher so ein Flop gewesen. Die haben natürlich nicht so nach Popcorn geschmeckt, sondern ja, die waren eher so salzig und trocken. War jetzt nicht so der Hit. Ja, und gibt's zwischendurch so zwei, drei kleine Gummibärle mit in die Vesperbox. Hier ist extra so eine kleine Packung, weil bei uns halten die immer sehr, sehr lange. Ja, dann sind auch Salbei-Bonbons alle gegangen. Da gibt es halt auch ab und zu mal welche mit oder so für unterwegs. Das sind die von Rossmann. Finde ich auch sehr praktisch in dieser Verpackung. Für unterwegs auf jeden Fall was. Dann gab es für mich die neuen Katjes Wunderland Rainbow Edition und ja, klimaneutral
neutral hergestellt. Steht jetzt auch drauf und Love is sweet und ja. Hinten ist natürlich noch so ein QR-Code drauf, da kann man gucken, was davon klimaneutral und ja, kann man sich darüber noch ein bisschen mehr informieren. Ja, waren normal lecker. Also die Geschmackssorten sind halt gleich geblieben. Und es ist immer noch schwarze Karotte, rote Traube, Apfel, Kurkuma und Johannisbeere mit drinne. Und ja, ist natürlich ein bisschen klebriger zwischen den Zähnen, da natürlich keine Schweinegelatine verwendet wird, sondern was wird hier verwendet? Pektine und Fructose, Glucose, Sirup, also sehr viel Zucker und Zuckersirup auf gut Deutsch. Und ja, und einen leckeren Wintertee gab es natürlich auch schon, weil es natürlich wieder zu kalt ist. Er hat, was ich gerade war, so ein bisschen warme von dem nicht vorhandenen Sommer dran gewöhnt und dann wird es schon wieder kalt. Und deswegen gab es natürlich auch schon wieder Badeperlen. Einmal habe ich Karibik-Traum, das war von Tetisette, drunter gesetzt, weil es ja die Summer Edition ist. Habe ich 50 Cent dafür bezahlt und ist mit Glitzereffekt und riecht nach Kokos-Limette. Also wirklich sehr, sehr lecker fruchtig. Kokos kommt natürlich so süßlich mehr durch als Limette. Und von Kneipp habe ich Wintergefühle ausprobiert mit Safran, Marone und Shea Butter. Riecht wie zimtiger Kinderpunsch, Glühwein. Ja, riecht so wie Zimt und Glühwein. Wie als würde man über den Weihnachtsmarkt laufen. Richtig lecker. Also der eine Tag, der war wirklich so kalt, da musste ich baden. Und dann haben die Kinder noch am Wochenende Tortilla Chips von der Billigmarke von Edeka gegessen gehabt. Waren sehr, sehr lecker. Diese Käse-Tortilla, ja. Mit, da nehmen sie immer diese Chili-Cheese-Dipsoße dazu. Oder Creamy Cheese. Und Creamy Cheese Soße kann ich nicht essen, da Tomatenmark mit verwendet wird. Ja, man sollte es nicht glauben. Aber ja, auch hier wird etwas gemogelt. Und hier ist nämlich, es wird meistens mit Gewürzextrakt betitelt. Aber ja, man kann sich sicher sein, Gewürzextrakt, um es günstig halten zu können, wird natürlich Tomatenpulver verwendet. Auch in Paprika-Chips. Lest euch hinten mal die Zutatenliste durch. Ja, man nimmt zwar ein bisschen Paprikapulver, aber das wird gestreckt mit Tomatenpulver, weil Tomatenpulver einfach viel, viel günstiger ist. Und ja, man will ja die Produktion so günstig wie möglich halten. Aber ich sage jetzt mal, wenn man irgendwie Geburtstagsfeiern oder irgendwie Filmeabend oder so macht, finde ich, ist das schon sehr praktisch für Kinder halt auch. Und es ist halt auch was Lustiges, wenn man dazu dann noch die Soße hat. Und ja, macht auf jeden Fall riesengroßen Spaß. Okay, meine Lieben, schaut auf jeden Fall unten in der Infobox vorbei. Da verlinke ich euch nochmal die Vernaschmich-Box. Da könnt ihr ja mit meinem Code 15% Rabatt bekommen. Schaut auf jeden Fall vorbei und ich würde sagen, wir sehen uns bis zum nächsten Mal. Tschüss!